Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Baldur's Tor Dark Alliance. Ja, ich bin wieder da und es wird Zeit, hier endlich mal den Abwasserkanälen aufzuräumen. Aber vorher möchte ich nochmal eben meine Set-Sachen durchgucken, beziehungsweise meine Ausrüstungsgegenstände. Wir haben ja einiges gefunden, 1 bis 6. Der Kurzbogen ist sogar stärker, aber der bringt uns nicht viel. Was haben wir denn noch? Schrott. Und hier Mana. Ach Gott, okay. Dann werden wir erstmal hier bei... Botley. Wir haben viele ausgezeichnete Angebote. Was benötigt ihr? Oh Gott, haben wir viel Scheiße. Wir führen die besten Zwergenwaffen, die extra für uns vom fernen Sonnenuntergangsgebirge hierher gebracht wurden. Da kaufen wir auch noch was. So viele, obwohl die Hälfte gebraucht nochmal. Die können weg, die Mana-Tränke fürs Erste. Dann gucken wir mal, was wir so kaufen können bei ihnen. So ein bisschen was kaufen möchte ich. Alles, was das Herz begehrt. Oh, 5000. Oh, die guten Sachen sind so teuer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Waffen, was haben denn für Waffen? 1 bis 6 habe ich ja noch. Gibt es irgendwas Schönes, so ein bisschen Wumms macht? Wow. 4 bis 15. Boah. Nein, nur 3 bis 8. Also richtig miese Waffen noch. Gut, brauchen wir nicht. Mit den Leuten haben wir letztes Mal alle gequaddelt. Und das heißt, wir bewegen uns jetzt ganz einfach mal in Richtung... wie heißt es denn noch? In Richtung Abwasserkanäle. Wo ich mich dann doch mal um die Diebesgilde bemühen möchte. Und erstmal Splash. Voll ins Wasser gejungelt. Wie viele Leute hier bei Regen rumlaufen? Na klar. Warum auch nicht, ne? Kann ja sein. Ich laufe zu weit. Ja, ich habe den, weil ich muss den Blick immer... Ich gucke frontal auf meinen Fernseher, wo ich das Laufen habe. Ich muss den Blick immer nach links wenden, wo mein Laptop steht, um die Soundqualität und das Bild nochmal eben zu kontrollieren. Damit ich auch sicher gehen kann, dass das alles stimmt. Nach unten zu Ebene 2. Da sehe ich nämlich auch, wie viel Speicher ich bisher aufgenommen habe, was noch fehlt, wie die Qualität ist und hast du nicht alle gesehen. Okay, wir sind hier oben und machen jetzt mal Feuerwerk. Geil, der ist auch gut. Alles meins. Scharfes Kurzschwert, 1 bis 6. Ja, das Problem ist, der Zerschlagen ist eigentlich cooler. Hehehehe. Wir können die Dinge ja auch schön mitnehmen. Ich will euch zeigen, was ich damit vorhab. Ich denke, wenn das jetzt klappt. Ah, komm her! Nein! Och Menno, hätte ja so schön machen können. Aua, nicht hauen. Das tut doch weh. Jetzt kommen schon 3 Stück. Komischen Wärter. Pse. Niederes Volk. So, und hier hat was er eben gefällt. Noch mehr. Ganz lustig, da kommen auch neue Gegner. Die haben's auch drauf. Oh, sind so viele von denen. Kann man den wegknallen? Sauf. Ach, jetzt mal duschen hier. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Ah, herrlich, dankeschön. So, neue Gegner, wo seid ihr? Ich weiß, dass ihr hier seid. Ja, da sind sie. Ja, Schleimis. Boah, sind die stark. Alter, der hat viel Schaden gemacht mit einem Angriff. Das ist nicht cool, davon kommen ja noch einige mehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war nicht cool, der hat richtig Damage gemacht. Der Frechdachs, das geht aber nicht. Erstmal möchte ich mich hier auch. Das ist noch einer. Taktisch hier vorgehen. Nicht beide pullen. Ist weg. Zweiten pullen. Ja. Das war einfach. Ja, war jetzt relativ simpel. Darunter liegt Gold. Gold müssen wir mitnehmen. Die meiste Gold taucht auch erst auf, wenn die Dinger sich auflösen. So, was haben wir hier noch? Okay, hier scheint es weiter zu gehen, aber noch nicht lang.
möchte mich noch erstmal ein bisschen umgucken. Da oben gibt es anscheinend auch weiter. Oder? Oder? Ja, hier geht es auch weiter, dann brauche ich lang. Da wäre schon geworfen. Aua! Oh, voll fies. Okay, gut, dann müssen wir doch da oben lang. In der Mitte noch was Besonderes? Nö. Gut, gehen wir da rechts lang. Gucken mal, was mir da so begegnet. Muss das sein, ihr blöden Speerwerfer. Überraschung! Ich muss jetzt mal voll in die andere Richtung. Komm mal, los jetzt hier. Ich bin ja auch einer, der böllert einfach drauf und sagt, stirb. Da bin ich jetzt doch ganz froh, dass ich mir den Zwerg gewählt habe, weil der doch schon auf die Widerstandsfähigkeit. Andere wären dort mit anderen Welten, den anderen beiden wäre ich wahrscheinlich schon draufgegangen. Oder ich hätte mir den Geheimcharakter geholt. Hier gibt es ja auch einen Geheimcharakter. Den kann man auch in Baldur's Gate 2 spielen. Sein Name ist Dritzt. Flatsch voll um die Ecke. Bist du weg? So geht es nicht. Ach, verdammt, können wir Körper. Aua! Im Flug hat er mich gesnackt. Im Flug, die alte Sau. Mann, nichts Besseres. Oh, Handschuhe für Level 3. Das ist schön. Stiefel. Habe ich 2. Handschuhe. Helm. Helm 1. Helm gar nicht. Aber wenn man Helm. Je mehr Verteidigung, desto besser. Kaminschaden. Oh, da sind noch jetzt kommen die ekligen Schleimer. Hey, jetzt kommen die ekligen. Die etwas gefährlicheren als die blauen sind die grünen hier, die nämlich spucken können. Aua! Ich bin fast tot. Hier bin ich, komm her. Oh, 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 oh. Das wird noch was. So. Das Gas sollte nicht unbedingt laufen. Nicht ganz so gesund. Ja. Ja, ja. So. Schweinerei hier. Moment, meine Nase juckt. Dankeschön. Links. Jetzt haben wir gerade schon. Egal. Weg. Verschwinde, gib mir dein Gold. Dein Gold. Wir tanzen erst noch um die Leiche. Dann geht's nach einmal nach oben. Ja. Wir heilen Gott sei Dank relativ schnell. Das ist immerhin so eine kleine positive Nachricht dabei. So kann ich auch jederzeit Rückruf einsetzen. Hier noch. Hallo. Ups. Ah, die Blaue noch dazu. Super. Hey! Spuckt ja auch. Wenn er so weit weg ist, dann geht er ja auch in den Kampf. Was überaus toll ist. Das ist ja jetzt für eine Waffe, die. Ja, ich muss ja auch jedes Mal gucken, was wir für eine Waffe gekriegt haben. Ein rostiges Langschwert. Das brauchen wir nicht. Ach, jetzt sind wir hier. Was denn? Aber nicht ins Gesicht. Bild gerade die ganze Zeit ein bisschen am Flimmern. Oder bilde ich mir das mal ein? Das Bild flimmert.
Das geht aber nicht. Das Bild flimmert, das gefällt mir absolut nicht. Da muss ich eine kleine Pause einlegen, Leute. Weil das Flimmern, das gefällt mir nicht. Da muss ich mal eben was an den Einstellungen deichseln. Okay, bis gleich.